Hallihallo, meine Lieben da draußen, ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute hier bei LS22 Family, dem Zero RP Challenge Projekt. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, wir sind jetzt gerade so ein bisschen wieder dabei hier nach dem Urlaub, will ich mal sagen, endlich wieder ein bisschen zu farmen und... Ja, endlich wieder mal ein bisschen zu farmen und ich kann euch eins sagen, es war eine sehr, sehr schöne Zeit, es war wirklich cool, es hat viel Spaß gemacht, wir haben sehr viel machen können, weil wir hatten sehr gutes Wetter, muss ich wirklich zugeben und ja, deswegen freue ich mich aber trotzdem jetzt wieder auf eine schöne Zeit mit euch natürlich hier im Stream, wir sind auch wieder live aus dem Stream natürlich und da könnt ihr sehr gerne auch immer mal mit dazukommen. Immer montags ist Family, 20 Uhr geht's los. 19.45 Uhr startet der Stream und 20 Uhr, wie gesagt, gehen wir dann meistens rein, quatschen noch kurz und dann geht's eigentlich auch schon zur Sache. So, ich war zur Schulung, also RP-technisch war ich hier zur Schulung, ne, für dieses Ding, deswegen hänge ich das jetzt auch gerade an. Zack, 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 so. Wichtig ist, dass wir, wenn wir jetzt die Gülle ausgebracht haben, die Gülle auch gleich einarbeiten in den Boden. Also, dass wir die tiefer reinkriegen, weil es gibt Bestimmungen, die müssen wir ganz einfach, ja, die müssen wir ganz einfach erfüllen. So, gut, so sieht's aus. Wir machen das Ganze hier mit Schlauch. Hier Schlauch ran und zack und... zack und zack und zack und hier den Schlauch ran, klack, so, gut, okay, perfekto. So. Jetzt müssen wir hier mal ganz schnell, wartet mal. Jawohl. So, haben wir erstmal hier ein bisschen ein Foto gemacht. Jetzt werde ich mal schnell, Nathalie anrufen. Jo, ich bin's, hi. Hi. Ja. Was macht ihr alle? Wo seid ihr alle? Ich bin gestern Abend erst spät zurückgekommen. Ich bin auf der Elf. Ich bin am Steine sammeln. Ach, da fahre ich jetzt auch gerade hin. Ich komme mit der Gülle. Oh, okay. Muss mich ein bisschen beeilen. Ja, wie war die Woche? Ja. Ereignisreich. Ich muss dir was beichten. Was hast du denn gemacht? Der Frontlader, den wir vom Viehhändler haben, der ist mir zur Seite weggefallen, umgefallen. Habt ihr schon mit dem Viehhändler geredet? Nee, das muss ich noch machen. Das ist jetzt am Wochenende passiert. Das ist nicht so gut. Gut, die haben eine Versicherung, aber das Beste ist natürlich... Ja. Ist das natürlich nicht so, ne? Nee, das ist jetzt am Wochenende passiert. Ja. Und am Wochenende rufe ich ungern die Leute an. Ja, ich bin eigentlich nicht weit gefahren, aber ich denke fast... Was lachst denn du? Naja, ich bin eigentlich nicht weit gefahren, aber das ist eigentlich... Nee, ich glaube, ich bin nicht weit gefahren. So, und ich glaube, ich hatte die Schaufel zu weit oben und es tat ein bisschen wackeln. Das habe ich gemerkt, ne? Aber ich habe es dann nicht mehr unter Kontrolle gekriegt. Und wie in Zeitlupe lag ich mit immer auf der Seite. Also ist nicht viel kaputt gegangen, sozusagen, mit anderen Worten. Ja, der Spiegel. Nee, der ist nach vorne raus. Ja, gut. Ja, Lackschäden. Okay, also fahren konnte er noch sozusagen. Ja, also benutzen kannst du den noch. Okay.
Naja, dann... Das ist das einzig Gute... Hä? Das ist das einzig Gute dran. Was ist los? Puh, alles gut. Klingt aber nicht so. Klingt wie Schmerzen. Ja, typische Frauenprobleme, ne? Also, ja gut, davon will ich nichts wissen. Dann frag nicht nach. Aha. Hat sich Mike gut verhalten, oder? War denn mit dem so los? Nö, alles gut. Haben uns gut abgesprochen. Ja. Muss so sagen, ich war ein bisschen durch den Wind, ich konnte mir nichts merken. Na gut, es ist ja nichts Neues. Ja, das war ungewohnt, dass du nicht da warst irgendwie. Und ja, wir müssen gucken wegen Feldbearbeitung und so, weil das ist ja so dein Metier. Du weißt ja, was da zu tun ist. Ja. Da muss man es jetzt erstmal reinfuchsen. Ja, aber wir haben es schon hingekriegt. Es läuft immer noch. Das Ähnliche, wie gesagt, was halt ein bisschen Mist war, ist mit der... Hey, ist das ein Frontlader? Nee, das ist doch so ein Teleskop. Ein Teleskoplader. Ja. Ja, Teleskoplader. Ein Teleskoplader. Hm. Ja, ist natürlich nicht so das Beste, ne? Das ist natürlich nicht so gut, wenn das passiert ist. Aber naja, gut, wo gearbeitet wird. Ja. Wo gehobelt wird, fallen Späne, sagt ja. Man doch so schön. Ja. So ist das, so ist das. So, na gut, also ich bin jetzt erstmal auf alle Fälle hier am Güllen. Ja. Fang schon mal an, nebenbei ein bisschen. Gut das? Na ja, gut, da weiß ich ja erstmal Bescheid, was diese Woche so gelaufen ist. Ja. Also nur Rotz. Wir sind alles in Ordnung. Und zwar wirklich alles in Ordnung. Oh, wieso kann ich denn heute nicht umlenken? Ja? Ich bin heute irgendwie von der Rolle. Ich weiß auch nicht. Das höre ich in letzter Zeit öfters von dir. Nein. Doch. Wohin gerade erst? Oh, letzte Woche war ich irgendwie... durcheinander. Ich konnte mir nichts merken. Ja. Und diese Woche bist du von der Rolle sozusagen. Na ja, gut, also dein kleines Missgeschick zeigt ja, dass du das letzte Woche auch nicht so richtig konntest. Da hatte ich es nicht unter Kontrolle. Ja, es ging so schnell, aber doch so langsam. Also ich konnte es ja noch nicht mal kontrollieren. Ich dachte, ich krieg's wieder kontrolliert. Es ging aber nicht. Ich habe ja gemerkt, wie ich wackel. Und ich, ja, bin auf die Bremse gegangen und ja, war alles zu spät. Okay. Ja, das ist, da hast du wahrscheinlich ein bisschen falsch reagiert. Auf alle Fälle darfst du natürlich nicht den Arm voll ausfahren, wenn du ihn voll hast, weil da wird der Kopf plastisch extrem. Ja. Die sind halt auch nicht gerade breit, ne? Ja. Das ist leider so klar. Naja, du hast es gelernt. Genau. So. Ah ja, das Fass ist nicht schlecht. Das macht Spaß. Wir müssen halt dann gucken, dass wir gleich einarbeiten. Oh. Sag mal, wie ist das geregelt jetzt? Was machen wir hier drauf auf das Feld? Habt ihr euch da Gedanken gemacht? Steht das nicht im Arbeitsplan drin? Weil ich hab noch nicht reingeguckt. Bin ja jetzt gerade erst. Nee, ich weiß nicht, ob mir da schon was... Das war jetzt eher so laut nachgedacht. Ja, nee, ich bin ja gerade erst angekommen, wenn das so ist. Hafer soll drauf. Hafer soll drauf. Ach, das hatte ich, glaube ich, sogar noch gemacht. Das könnte sein. Machst du jetzt drüben fertig gerade? Ich muss abladen. Ah, okay. So. Aber es ist eigentlich ein schönes Feld hier, hä? Ja, finde ich auch.
War ein bisschen nah am Wall, kann man nicht so schön umdrehen da hinten, aber okay. Ist ja jammern auf hohem Niveau. Ja. Hast du mit Mike schon gesprochen? Heute noch nicht, nee. Nee. Was macht denn der eigentlich? Oh, wir hatten drüber gesprochen. Aber denke ich auch nicht, dass ich mir das gemerkt habe. Ja, ich rufe nicht mal an. Bis später. Ja, bis später. Jäger, mal parat, wie kann ich Ihnen helfen? Moin, hier. Ui. Mike, bin wieder da. Ach. Ja, wollt bloß mal hören, was du so machst gerade, Schönes. Weil ja. Nathalie konnte es mir nicht sagen. Was? Ja, die wusste das nicht mehr, also hat sich's nicht gemerkt, hat sie gesagt. Wir sind mit der nicht richtig. Er hat gesagt, hat mir erzählt und gebeichtet, dass er letzte Woche einen kleinen Unfall gebaut hat. Naja, was denn? Ist das so, ja. Oder? Ja. Eieiei. Was haben die gemacht? Also eigentlich das wie immer, oder? Geformt. Genau. Okay. Woo! Nee, was machst du gerade jetzt? Dass wir uns ja nicht der Arbeit wegnehmen gegenseitig? Ich fahre gerade Käse. Ah, du fährst Käse. Okay, perfekt. Weil ich fahre gerade genau das Gegenteil in dem Spüle. Also ich muss eins sagen, wir müssen mal unser Futter überprüfen. Obwohl, wir haben ja sowieso bald anderes. Aber die Gülle hier, die stinkt wie die Pest. Die riecht irgendwie ganz säuerlich. Und ich weiß nicht warum. Hast du vielleicht rein. Hast du ich habe gar nichts gemacht. Kacki gemacht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Kacki und Pupi gemacht. Also bitte. Kannst du bitte mit vernünftigen Worten reden? Nein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Futter irgendeine komische Zusammensetzung ist oder so. Ja. Weil das so sauer riecht, so ganz eklig irgendwie. Das ist nicht so richtig. Müssen wir mal gucken, also wie das dann ist, wenn wir von oben welches nehmen, ne? Ja. Wie weit ist denn da? Moin, Jungs, einmal bitte abladen. Produzieren die eigentlich jetzt oben schon? Oder noch nicht? Was ist denn hier? Was ist denn? Ich muss mal ganz kurz schauen. Was? Was ist denn? Ja, nichts. Ich hatte an meinem Auto den Anhänger dran. Und jetzt nicht mehr, oder was? Du hast es erfasst. Was machst du für einen Scheiß? Klick. Klick. Was machst denn du? Ja, eigentlich Käse fahren. Ja, Käse machst du wahrscheinlich. Ja, genau, das ist das Problem. Machst du dollen Käse? Nee, wenn man euch mal alleine lässt. Ja. So, nee, also wie gesagt, produzieren die oben schon oder braucht es oben noch irgendwelche Güter? Wahrscheinlich noch Mineralfutter wahrscheinlich auch noch, ja? Silage. Nur Silage? Ja, und keine Ahnung was. Also weil Silage konnte man gestern nicht hochfahren. Also, ja, und wie sieht's aus mit Mineralfutter? Das müssen wir ja kaufen. Kann sein, weiß ich nicht. Ja, dann müssen wir das auch noch hochfahren. Gut. Guck mal, dass ich jetzt hier die Gülle noch schnell reinkriege in den Boden. Die muss erstmal mit die Steine fertig werden. Aber da ist er eigentlich gut dabei gerade. Mhm. Und wie ist das Güllefass? Wie war die Fortbildung? Ja, war ganz interessant. Also die haben ja nicht nur über das Güllefass gesprochen. Los. Ich habe unseren Anhänger exakt an den Brückenständer gefunden. Also wenn du das sehen könntest, du würdest mir alle scheuern.
Also, die haben ja nicht nur, die haben ja nicht nur über das Güllefass oder über Gülletechnik allgemein gesprochen, was es alles gibt und so weiter, sondern halt auch über Bestimmungen und sowas, wo wir schon aufpassen müssen. Also, das heißt, wenn wir jetzt Gülle ausbringen, wie jetzt gerade, ja, müssen wir, wenn die oben aufliegend ist, müssen wir die schnellstmöglich in den Boden einarbeiten. Also es muss an sich noch eigentlich am selben Tag passieren. Da wir bloß einen Schleppschlauch haben und das eigentlich ja bloß oberflächlich einkratzen, sage ich jetzt mal, müssten wir schon sehen, dass wir noch ziemlich schnell ansehen. Weil, ja, dann oder, haben oder, weil dann oder, haben wir es mit der Walze drüber. Oder mit der Walze drüber. Oder mit dem Grubber und der Scheibe, wie auch immer. Ist egal. Jedenfalls müssen wir da sehen, dass wir das irgendwie schnellstmöglich hinkriegen. Ich sag mal, da das ja hier hinten das Feld 11 ist, gehe ich mal davon aus, dass uns da niemand groß an die Karre pisst, weil ich nicht glaube, dass das überhaupt jemand mitkriegt. Aber wir müssen halt ein bisschen drauf achten. Also es gibt da schon so gewisse starke Bestimmungen, die das Land hier ja uns schon auferlegt, wenn wir Gülle. Ja. Ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oder wir müssten vielleicht später, das Fass müsste ja eigentlich nachrüstbar sein mit Güllegrubber hinten dran. Meine nicht. Stimmt. Nee, ist nicht nachrüstbar. Da hätte man dann das eins größer nehmen. Ne? Ja. Obwohl, aber, warte mal. Ich hab doch hinten dran. Wir haben doch eigentlich eine Aufnahme dafür. Ja, muss ich nochmal genau gucken. Also, die haben jetzt nicht ganz so sehr Produktplatzierung oder Produkt. Produktmäßig irgendwie was gemacht, weißt du? Jetzt hänge ich irgendwie fest. Ah ja. Was ist denn jetzt? Warum komme ich denn jetzt nicht mehr heraus? Oh, nee. Ich hänge jetzt hier fest. Ich hänge mal fest. Gut, nee, also wie gesagt, wir haben nicht so sehr viel produktmäßig besprochen, ne? Sondern halt wirklich viel über Bestimmungen und solches Zeug. Es darf zum Beispiel auch hier im Land Fichttal darf nicht gespritzt werden mehr. Also hier Unkraut. Nee, es darf nicht mehr, also nicht hier Gülle gespritzt werden. Weißt du, wie ich meine? Also verteilt. Mit dem Teller. Genau. Das darf nicht sein. Das ist verboten mittlerweile. Schon alleine, weil ja der ganze Stickstoff in der Atmosphäre und, naja, kennst du es ja. Blablabla halt, ne? Ja. Dann haben sie ein bisschen über Bodenverdichtung gesprochen. Dass es ja schon besser wäre mit. Also mit Raube, ne? Da habe ich gesagt, das ist für uns absolut sinnfrei. Das ist absolut unwirtschaftlich, ist das für uns. Sie würden das aber natürlich am liebsten sehen, ne? Dass das mit, ja, mit Rauben an, mit hier. Okay. So, der ganze Quatsch ist verkauft. Ja, sehr gut. Ich habe schon gerade gesehen. Ja, halt solche Dinge. Komm da. Ja. Und war ganz interessant eigentlich. Okay. Wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass es so viele Bestimmungen gibt. Ja, ja, ich krieg gerade einen Anruf auf der zweiten Leitung. Alles klar, ich geh mal raus, ne? Jo, ciao. Ciao. So, gut. Meine Lieben, wir sind aber auch schon wieder durch für heute. Fast schon. Wir machen hier bald das noch fertig. So. Gut, jetzt machen wir mal hier oben das Vogewindel. Ach ja, toll. So, gut. Ja, nee, meine Lieben, also wir sind, wie gesagt, für heute durch.
Ja, bitte. Feldchef? Ja. Brauchen wir den Steinesammler noch oder gebe ich den wieder ab? Warte mal. Bin gerade, wie gesagt, nicht ganz. So, was haben wir denn bei der Zwehe gemacht? Bei der Zwehe haben wir, glaube ich, gemulcht nur. Sonst würde ich den erstmal zum Händler fahren und aber einen Rückgabeschein noch nicht abgeben. Gemulcht ist die 19, gemulcht ist die 2. Warten wir mal noch. 20 müssen wir noch mulchen. Ne, warte mal, die 20 ist ja durch. Hier ist gemulcht. 11 müsste auch gemulcht sein, denke ich mal. Da habt ihr ja jetzt, der ja jetzt schon drauf gearbeitet. Ja, gebt ihn erstmal ab. Sicher. Ja, gebt ihn erstmal ab. Das müsste schon so passen. So, meine Lieben, wir sind aber schon wieder durch für heute. Ja, wir haben heute viel geschafft, neue Technik mal gezeigt. Ich glaube, das war ganz interessant für euch. Und lasst gerne das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht. Ja, und ob wir unsere Ziele schaffen, die werde ich euch nämlich demnächst, gibt es dann was Neues, blende ich euch immer am Anfang der Folge ein, weil es ist ja eine Challenge. Ja, wenn ihr das sehen wollt, dann bleibt einfach ein bisschen dabei und kommt beim nächsten Mal wieder. Wir sind erstmal raus. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und ciao. Tschüss.